Ja, jetzt bin ich angekommen bei meinem Nekromantentrainer im wunderschönen Löwenstein. Und ja, Weit ich man bin ja zeigt. Level 60, deshalb möchte ich mir das Ausbildungshandbuch holen. Das kostet 2 Gold. Ich möchte aber in den Eigenschaftslinien eben bis hinten hingehen können und deshalb werde ich mir das holen. Stolzer Preis, Lebt wohl. aber ich hatte das Gold zusammen. Jetzt lerne ich es und jetzt kann ich bis hinten hin Punkte verteilen und habe jetzt auch 50 frei. Oh, ich sehe noch 10 bis zu meinem Lich-Elite-Skill, ist auch nicht mehr so viel. Und ja, dann machen wir uns gleich mal ans Verteilen. Jo, 15 in Blutmagie sollten es sein. Denn jedes Mal Leben abziehen, wenn ich Gegner treffe. Und ja, da könnte man auch entweder das, hab bei jedem kritischen Leben zusätzlich Leben ab oder Leben abzapfen ist effektiver. Versuch's mal hiermit. Leben abzapfen ist effektiver. Muss ich mal beobachten, wie effektiv das ist. Ja. Ich glaube, im Endeffekt möchte ich in Flüche 30 stecken und in Bosheit 25. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht machen. Deshalb werde ich erstmal 15 in Kraft stecken. Und werde Siegel schneller aufladen lassen. Die benutze ich ja öfter mal. Und ja, die restlichen 20 kommen in Zustandsschaden und Crit. Genau. Blutungsdauer, den finde ich auf jeden Fall stark. Die anderen sind noch ein bisschen fraglich. So. Ja, Brunnenfertigkeiten sind auf den Boden gerichtet. Das ist schon ganz nett, diese Brunnen. Und man könnte sie dann ja auch, wenn man den Skill nicht hat, Brunnenfertigkeiten sind auf den Boden gerichtet, kann man sie ja nur dort zaubern, diese Brunnen, wo man gerade steht. Und so kann ich sie auch in einiger Entfernung zaubern. Nur bis jetzt habe ich noch keinen Brunnen gefunden, der mir wirklich zusagt, wenn einer mehr Zustandsschäden verursachen würde. Dann vielleicht, aber... Ja, das bedarf noch etwas Forschung. Ich denke, da werde ich erstmal einfach das beim Eintritt in Todesschleier schwächen, das Blut. Okay, das sieht schon gut aus. Ziemlich stark erhöhter Zustandsschaden und auch Präzision. Zustandsdauer auch. Kraft sowieso. Eigentlich dürfte das Damage-mäßig ganz gut sein. Ich möchte den Damage halt so hoch bringen, wie es geht und trotzdem gut überleben können und nicht dauernd im Dreck liegen, besonders nachher in schwereren Innis. Das versuche ich eben über die Blutmagie irgendwie hinzubekommen, durch das Leben abziehen. Mal gucken, wie das klappt. Ich habe halt überhaupt nichts geplant, in Zähigkeit zu packen, weil mir die Skills alle nicht gefallen. Für meine Spielweise. Vielleicht muss ich da noch umdenken. Aber okay. So passt das erstmal. Gut. Ja, jetzt bin ich mehr als Level 60. Irgendwie habe ich Lust, mir mal passende Waffen herzustellen. Und mir auch Klamotten zu kaufen. Weil oftmals findet man im Auktionshaus sehr günstige Rüstungsteile, jetzt Stoffrüstung, die einfach von Leuten, die ihren Beruf hochgebracht haben, dann übrig geblieben sind, die sie eben ins Auktionshaus setzen, die ich dann für ein Silber oder so kaufen kann. Oh, da fällt mir gerade ein, so viel Gold habe ich ja gar nicht. 30 Silber noch übrig.
Ja. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Mein Waldläufer hat noch einiges. Erstmal gucken, was ich hier noch so an Rohstoffen rauskriege. Noch ein bisschen Quatsch. Ah, so eine Axt. Aber mir gefallen die Axt-Skills nicht so wirklich. Wie sieht das denn aus? Waffenfertigkeiten, Axt. Kann ich nur in der Haupthand nehmen und ja, 600. Fliegen und sicher. Hier gibt es ein bisschen Verwundbarkeit. Das macht, glaube ich, ganz gut Schaden. Und hier kriege ich Vergeltung. Nur macht das alles eben keinen Zustandsschaden. Und darauf gehe ich ja ziemlich stark. Ist zumindest mein Plan, deshalb kommt die Axt nicht in Frage, deshalb kommt die Axt dann auch weg. 49 Kupfer. Will sowas zufällig einer? Tja, brauchen keine Götter. Nein, will nicht unbedingt einer haben. Okay. 56, 84, niedriges Angebot. Kommst du mal für 74 rein? Blub, 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 blub. Leinenrest. Den Rest möchte ich, glaube ich, alles behalten. Alles Die ist da. Axt will Warten keiner Ihre haben. Zeiten. Nichts, womit ich nicht fertig wurde. Okay, Wie schon aber immer. Baumwolle kann ich noch verkaufen. Ja, kriegst du für 24. Okay. Den Rest lagere ich. Und das ist alles Rest zum Verkaufen. Hier findet ihr alles, was ihr braucht. Jo, nimm mir das doch mal ab. So, 36 Silber. Lebt wohl. Ja, schauen wir noch mal. 36 Silber ist jetzt nicht so viel. Mal gucken, was kann ich denn so bauen? Eigentlich dürfte mein Stab schon ziemlich gut sein. Zepter. Excelsior. Zepter wäre gut und Stab mal schauen. Muss gerade mal gucken. Stab. Siebziger Stab. 60er Stab. Das ist schon 70er Stab. 60er Stab. Wenn ich den mal vergleiche mit dem gelben, schneidet er einiges schlechter ab. Ja, klar, gut, ich würde Präzision noch dazu kriegen, aber der Stab ist okay. Ja, dann käme ein Zepter in Frage. Was war das nochmal hart? Ja, die harten. 65. 65 Zepter. Ah, die ganzen Meisterdinger sind 65, okay. Vergleichen wir mal. Joa, schon, ne? Schon, schon. Kraft, Prezi, Crit schon. Kraft, Prezi, magisches Gespür. Kraft, Prezi, Zustandsschaden. Das wird mir eigentlich gefallen. Oh, Kraft, Prezi, Zustandsschaden wird mir gefallen. Okay.
Dafür brauchen wir eine harte Inschrift des Wüters. Harte Inschrift des Wüters. Giftbeutel habe ich genug. Holzdübel. Ein Holzdübel. Und ich glaube 8 Balken, ne? Acht harte Holzplanke und ein Dübel. Ah, sehr schön. Holzplanke. Excelsior. 8 und 1 sind 9 Holzplanken. Ein Dübel. Okay, eine harte Inschrift des Wüters. Ein Stabkopf. Nein, ein Stab. Ich will doch keinen Stab bauen. Ich Idiot. Ich wollte ein Zepter bauen. Brauche ich einen Zepterkern. Ein Zepterstab. Sollte gerade noch reichen mit den Holzdingern, ne? Zepter. Und zwar dieses. Ja. Gut. Hätten wir das Zepter. Braucht ihr Hilfe? Das ist okay. Die Holzplanke ist auch nicht übrig, allerdings ist der Stabkopf total übrig. Verschwendung, Verschwendung. Möchte gleich einer haben für 32 Kupfer. Ja, ist wahrscheinlich rausgeschmissen, aber bitte. Ich brauch's nicht. So, da wäre das Zepter und ich habe 51er Dolch, 54, 51 Grün, 4, 4, 8, 4, 7, 6. Okay. Gut, einen Dolch kann ich mir nicht bauen, das kann glaube ich nur ein Waffenschmied. Stab ist okay. Zepter ist jetzt besser. Ich möchte mein transientes Relais wird die Industrie revolutionieren. Das Siegel haben. Habe ich auch bekommen. Und ein bisschen Holz auch. Das Siegel baue ich hier wieder rein. Das Siegel da drin ist ziemlich dumm. Ein Dreizack. Ja, ein Dreizack könnte ich mir auch bauen. Ja, ein Dreizack baue ich mir auch eben. sehe gerade schon. Aber gut, es wird auch des Wüters sein. Hab ich. Ja, mal gucken. Dreizack schafft. Ah, und ein Dunkelstahlkopf wird es da sein. Gut, eine Holzplanke. Zwei Holzplanken. Zwei Holzplanken.
Zwei Dunkelstahlbarren. Schafft und einen Kopf und diese Ordnung ist so übel hier drin. Alte Inschrift des Wüters. Genau. Ich denke, das muss ich erforschen. Nein, muss ich nicht. Drei Zack. Der ist ja viel zu hoch, okay. Harter. Ja, muss ich machen, aber genau. So passt das wohl eher. Ja. Habe ich echt eine alte Inschrift und statt eine harte gebaut, ha? Ja, so sieht's aus. Okay, das passt aber trotzdem und die kann ich für das Skill meines Waldis benutzen. Deshalb war das nicht vollkommen für die Katz. Habe ich davon schon drei, schön. Hopp mit dem Dreizack. Jetzt habe ich mein Zepter eben zerlegt, richtig? Und hätte eigentlich gerne den Skin noch gehabt. Okay. Kann passieren. Ich wollte doch diese Dinger hier aufbrauchen. Und da hätte ich doch auch den Skin rübergezogen. Schön. Mein Dolch ist ein bisschen low. Gucken, was ich da noch so finde. Mmh, 36 Silber. Mal schauen. Mmh, Waffe. Dolch. Bitte ein Meisterwerk. Ah, gibt es wahrscheinlich in der 60er Kategorie nicht. Genau, gehen es an 65 los.
Ja, da sind wir schon stärker. Und kostet quasi nichts. Kraft, Prezi, Zustandsschaden hört sich doch sehr schön an. Nehme ich. Danke. Gucken wir uns mal die Rüstung an. Ja, Rüstung. Fangen wir mit, ja, von oben an. Beinkleid. Denke ich, wird das Meisterwerk auch nicht 60er geben, na, richtig. Edelbitter. Auch schon sehr günstig zu haben. Mittelschwer. Leicht. Für 3 Silber so viel. Oh, wollen wir mal nicht so sein. Nehme ich Buchse, Handschuhe. Kraft, Prezi, Zustandsschaden. Bin ich voll dabei. Danke. Helm. Zeigen Sie her die guten Stücke. Kraft, Prezi, Zustandsschaden, schon gleich das Richtige. Ah, her damit. Was sagen die Schultern? Bin ich dabei? Die Stiefel. Ja, ist nicht unbedingt sinnvoll, was ich hier gerade mache, aber es macht Spaß. Schwer, mittel, schwer, leicht. Kraft, Preti, Zustandsschaden, na sicher. Gerne. Und dann noch das Wams. Da hatte ich doch eins gefunden. Muss ich mal kurz, ist schwer, mittel, naja, das mag sagen, aber auch hier schon die Färbung der Symbole, ne? Genau, da hatte ich ein 58 Blau. 58 Blau. Ja, doch, wegen dem dritten Stat. Ja, möchte ich trotzdem haben. Jo. Schmuck lasse ich mal so. Obwohl ich mir den auch herstellen könnte, nur ich befürchte, dass ich genau die Steine ins AH gestellt habe. Wow, ich bin unsichtbar. Das war doch bestimmt ein Mesmer. Juweliermeister Lee. Was ging da mit Schmuck? 50. Achso, ja. Sowas trage ich ja. 50. 70. Mögen die sechs euch behüten. 50 und dann auch 70. Ach, habe ich nicht gemacht. Ohrringe irgendwie. 75. 65. 60.
Ja, genau, die Dinge habe ich eben im Auktionshaus verhökert. Platin sollte ich genügend haben. Vielleicht warte ich mit dem Schmuck auch bis 65. Erfrischend. Ja, ich denke, den Schmuck baue ich mir mit 65. Jo. Dann hole ich doch die Schätze mal fix ab. Her mit den Kostbarkeiten. Gut. 60er durch. 60er durch. Ja, schön, schön. Klamotten. Uhu. Schick, schick. An den Farben muss ich, glaube ich, noch arbeiten. Obwohl. Geht. Wie sieht die Mütze denn aus? Der Hammer! Geil. Ich glaube, die lasse ich auf. Und finde ich hat was. Ah, doch. Nett, nett, nett. Puh, überhaupt keine Rühnchen drin. Ich glaube, ich versuche mal einfach die Rühnchen hier rauszukriegen und dann gucke ich nochmal auf der Bank, was ich da habe. Grüß euch. Der 51er Dolch. Braucht auch keiner. Okay. Die Mütze ist ja Hammer. Und klar sehen die über den Charme ein bisschen blöd aus, aber ja, das finde ich gerade gut. Alles nicht so proper. Okay. Sollte passen. Das ist auf jeden Fall besser als zu Hause bei der Crew. So, mal fix geschaut, was ich denn noch so für Runen dabei habe. 80er. Gut, die sind alle ein bisschen blöd. Die brauche ich auch. Hey, hallo. Ach, die ist an anderen Charakterseelen gebunden, alles klar. Gut, sonst habe ich nichts
muss ich mit dem auskommen, was ich so in der Tasche habe. Heilung von Verbündeten in der Nähe. Ja. Kann man doch immer gebrauchen, oder? Denke ich auch. Ja, Rückenteil habe ich noch nicht, weil ich die Personal Story noch nicht weitergemacht habe. Und das sind 1, 2, 3, 4.